verdienter Sieg mit einer engagierten Leistung. Wir haben es selbst ein bisschen schwer gemacht, indem wir das Gegentor zugelassen haben. Wir hatten wieder keine gute Phase nach der Halbzeit, muss man sagen, zum wiederholten Male. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Dann haben wir verschiedene Dinge in der Offensive nicht gut zu Ende gespielt. Da hätten wir sicherlich ein Tor auch mehr machen können. Aber insgesamt sind wir natürlich froh, dass wir da gestern die Kurve bekommen haben, endlich mal wieder gewonnen haben, dass unsere Fans mal wieder einen Grund hatten zu singen. Von daher war es ein rundum gelungener Tag. Mit einem bisschen Abstand muss man sagen, wir haben nach 11 Spielen 10 Punkte. Das ist natürlich zu wenig. Ja, das ist in der Hochrechnung ist das mit 30 Punkten, 31 steigt man in der Regel ab. Von daher haben wir zu wenig Punkte, sind aber froh, dass wir gestern eben gefühlt einen kleinen Befreiungsschlag erlandet haben. Wir hatten eben diese lange Negativserie ohne gewonnenes Spiel und das haben wir gestern gedreht und deswegen fühlt es sich heute gut an. Macht natürlich Spaß zu sehen, wie unbekümmert unsere Jungen auftreten. Die bringen immer eine gewisse Frische rein, wenn sie ins Spiel kommen. Das ist klasse und sie haben eben nicht deshalb gespielt, weil sie jung sind, sondern weil sie gut sind und weil sie sich im Training angeboten haben und in den Kurzeinsätzen, die sie vorher schon gehabt haben. Und das ist schön, das freut uns sehr, dass wir Talente haben, die jetzt schon eine Rolle spielen können in unserem Profikader. Und das muss auch unser Weg sein. Wir versuchen natürlich auch, den Hype so ein bisschen von ihm fernzuhalten, soweit das möglich ist. Es ist nicht immer ganz möglich. Aber was jetzt Fiete erlebt hat in dem letzten Jahr eigentlich, ist natürlich sehr viel, als 17-Jähriger den ersten Einsatz in der Bundesliga zu haben, eine WM zu spielen, dort viel zu treffen. Das Interesse großer Vereine an ihm, das ist schon sehr viel. Und dafür geht er sehr gelassen damit um, ist ein sehr geerdeter Junge, mit einem klasse Elternhaus und wir versuchen eben auch, ihn gut zu betreuen. Die Schule ist da, seine Schule ist sehr kooperativ, was den Unterricht betrifft und das ist alles gerade ein ganz tolles Gesamtpaket. Also das Abi ist wichtig und wir achten darauf, dass er gute Chancen hat, das Abi zu schaffen und die hat er auch. Und da müssen wir natürlich immer austarieren zwischen Unterricht und Training. Wir freuen uns, dass wir ein Talent haben und wir freuen uns, dass er noch an den Verein gebunden ist, mindestens bis 2019. Und das ist ja schon mal was. Ja, und wir wollen eben, ich denke, Fiete und der HSV wissen gegenseitig, was sie aneinander haben. Und natürlich wollen wir nachweisen, dass wir eine richtig gute Adresse für junge Spieler sind. Und das Entscheidende ist doch als junger Spieler in der Karriereplanung, wo habe ich gute Chancen, Profispiele zu kriegen. Das ist, wo bin ich vielleicht nur ein Kaderspieler, der nicht spielt und der Nummer 26 ist und wo kann ich spielen? Und wenn jemand mit 18 Jahren oder mit 20 Jahren eine realistische Chance hat zu spielen, dann ist er an diesem Platz gut aufgehoben.